Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon seht, bin ich heute nicht in Roblox, sondern dafür in GTA drin. Und ja, wir werden heute auf jeden Fall ein paar Autos testen und so. Ich habe auf jeden Fall mir eine Mod runtergeladen, wo man halt verschiedene Autos spawnen kann. Und ja, die will ich heute auf jeden Fall testen. Ich werde dauernd von diesem Steam-Mod oder so angerufen, erstmal wegdrücken. So, ich hätte gesagt, wir fangen schon mal an mit dem Mod-Menü. So, let's go. Wir können hier auf jeden Fall erstmal die verschiedenen Sachen machen. Also hier erstmal ein paar andere Charaktere oder sowas. Ja, ich tue erstmal hier auf den Gehweg gehen. Dieser Steam-Mod, der nervt ein bisschen. So, wir gehen hier erstmal auf Player-Option. Dann gehen wir hier vielleicht, ich schaue kurz, was wir denn hier alles leicht machen könnten. Wir nehmen zum Beispiel, wen könnten wir nehmen? Wer sieht gut aus? Zum Beispiel der, glaube ich. Sieht der gut aus? Ja, sieht nicht schlecht aus. Den könnten wir nehmen. Den könnten wir vielleicht auch nehmen. Ist eigentlich egal, welchen wir nehmen. Ich wollte halt jetzt einfach nicht diesen Standard-Typen nehmen. Der sieht auch ein bisschen lustig aus. Oder den hier vielleicht? Mal schauen. Ja, wir nehmen den. Der sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, dann hätte ich gesagt, tun wir erstmal ein Auto spawnen. Und zwar nehmen wir erstmal schauen, wo es die Autos zu spawnen gibt. Es ist wahrscheinlich auch bei Players drin. Ah, Leute, es ist hier auf jeden Fall bei diesem Spawner-Ding drin. Und dann hier unter Super oder Sport. Ich hätte gesagt, wir gehen mal auf Super, weil bei Super gibt es die besseren Autos. Und hier sehen wir auf jeden Fall auch auf den Bildern angezeigt, welche Autos das auf jeden Fall sind. Bei manchen ist ein Bild dabei, bei manchen auch nicht. Bei dem hier zum Beispiel ist keins dabei. Ich würde mal interessieren, was ist das hier für ein Auto? Ah, so eins, okay. Ja, es sah irgendwie so langgezogen auf dem Bild aus, deswegen dachte ich jetzt. Aber das sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Aber ich weiß nicht, ich suche mir erstmal noch ein anderes. Irgend so eins, was richtig krass ist, Leute. So einen richtigen Sportwagen. Und damit fahren wir dann auf die Autobahn. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Der hier sieht doch nicht mal so schlecht aus, Leute. Hier so ein, den feiere ich. Den könnte man eigentlich schon, glaube ich, sehr gut tunen. Der fährt auch schon so gut. Ja, wir tun auf jeden Fall, hätte ich gesagt, den hier nehmen und ja, werden den jetzt ein bisschen tunen. Stellen das erstmal hier hin. So, einparken fand ich gut, Leute. Hat gut funktioniert. Jetzt tun wir den ein bisschen tunen und dann fahren wir damit auf die Autobahn. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf weitere Teile, Leute, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr mehr Teile sehen wollt. Gerne auch abonnieren, Glocke aktivieren. Ist auf jeden Fall, ja, ganz wichtig, dass ihr dann auch keine weiteren Teile mehr verpasst. Und ja, ich hätte auf jeden Fall Bock auf weitere Teile. Es gibt nämlich noch so coole Autos. Man kann sich auch übrigens als Tier verkleiden. Da hätte ich auf jeden Fall auch Bock, ein paar Teile zu machen, wie ich so als Tier durch die Stadt laufe. Deswegen, ja, könnten wir auf jeden Fall das auch vielleicht machen. Irgendwann. Jo. Ey! Hey! Hallo? Was soll das? Hallo? Du bist hier auf meinem Parkplatz ey, der fährt erstmal mein Auto hier an und danach tut er mich einfach lagen. Warum auch immer der andere uns jetzt gerade umfahren musste, aber ja, egal. Hier, wir gehen auf Auto reparieren oder so. Fahrzeug reparieren. Ist, glaube ich, jetzt repariert. Perfekt. Müssen wir denn drauf, dass wir hier... Ah, hier. Custom. Hier, erstmal... Wir tun erstmal alles auf hoch machen, hätte ich gesagt. Wir machen erstmal alles auf hoch. Das ist immer gut. Reifen auf jeden Fall. Ja, wir können die Reifen lassen wir bei Standard und so. Tempo. Ah, wir können hier sogar die Tempo-Zahl erhöhen. Ach, wir machen so hoch es geht, Leute. Wir tun das Ding auf 500 hochpumpen. Das machen wir jetzt. Einfach hier hochpumpen auf 500. Das wird schon passen. So, Lichter werden auch noch aktiviert. Ey, das sieht so geil aus, das Auto. So, beenden. Und ey, Leute, schaut euch dieses Auto an. Also, mir kann keiner erzählen, dass das nicht gut aussieht. Jetzt müssen wir erstmal hier raus. Ey, schaut euch mal an, wie schnell dieses Auto beschleunigt. Ach, du Heilige. Habt ihr gesehen, Leute, wie schnell dieses Auto einfach beschleunigt? Einfach so extrem krass. Und dieser Heckspoiler hinten. Schaut euch mal den an, wie der hochgeht. Wenn ich jetzt Gas gebe, der geht halt einfach wirklich richtig geil nach oben. Ey, dieses Auto ist halt schon anders nice. Ja gut, also wir müssen das Fahren noch ein bisschen üben. Ich repariere das Auto mal, oder auch nicht, wenn ich mal hier drehen könnte. Ja, perfekt. Wir fahren, hätte ich gesagt, auf die Autobahn, Leute. Wir tun aber davor das Auto noch reparieren. So, erstmal hier hinstellen, dann hier Auto erstmal reparieren. Fahrzeug, ey, hä, hallo? Was soll das? Hauen Sie ab vor meinem Fahrzeug.
Ey, ich will ganz mal weiterfahren. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Stern. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Wir müssen erstmal ein bisschen Gas geben, so auf der Autobahn. Und dann tun wir das Speed Limit auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen. Weil man kann auf jeden Fall einstellen, dass man das Speed Limit unten sieht. Das weiß ich. Ich bin gerade bloß am Schauen. Wir wollten das hier einstellen. Ja, und das ist ja Speed in Kilometer. So, die tun wir mal hier ein bisschen hochdrehen noch. Wir machen mal auf 1000. Ich würde mal interessieren, wenn wir die jetzt auf 1000 hochmachen, wie schnell wir dann fahren, Leute. Eigentlich ist doch das das Tempo, was dieses Auto dann schafft. So, mal auf 1000. Ist das Auto jetzt schneller geworden oder wird es schneller? Ich weiß es nicht, Leute. Doch, das Auto, das beschleunigt. Ich hätte so gerne noch diese Anzeige unten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ich habe das nämlich, wo ich privat das mal getestet habe, habe ich unten diese Anzeige gehabt. Da konnte man das einstellen. Ich muss kurz schauen. Vielleicht finde ich noch die Sache, wo man das einstellen konnte. Mit dieser Option, wo man das sehen konnte. War das das hier? Ja, das war das hier, Leute. Schaut an, Leute. Jetzt haben wir hier Kilometer pro... Nein, das sind nicht Kilometer, das sind... Was sind das? Das ist Kilometer pro Stunde? Ich dachte mal, das wird KMH geschrieben, ohne den P. Aber egal. Auf jeden Fall sind wir hier bei 196, okay. Ich glaube, man kann hier auch nicht... Ich glaube, man kann hier auf jeden Fall auch nicht schneller fahren, irgendwie als 200. Vielleicht kriege ich das irgendwie privat noch raus, wie man hier schneller fahren kann. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Wenn euch auf jeden Fall das Video gefallen hat und ihr Bock habt, dass wir noch ein paar andere Sachen testen in GTA, ein paar andere Autos oder vielleicht uns sogar noch als Tier verkleiden oder sowas, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Schaut euch nochmal unser Auto an. Es sieht halt wirklich einfach mega nice aus. Also kann man wirklich nichts anderes sagen. Es sieht einfach genial aus. Und ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, noch ein paar andere Autos zu testen. Deswegen, ja, lasst gerne ein Like da. Und ja, wie ich hätte gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Kommt drauf an, wann ihr halt das Video jetzt hier seht. Und ja, dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein. Ciao, euer Action Wolf. Ciao.